Diesmal zeige ich euch eine vernünftige Runde. Ich hoffe es doch. So. Das Problem bei mir ist, von den Fehlern lernen wir Minimum etwas. Ja, das stimmt natürlich. Also ihr könnt immer versuchen, was aus meinen Streams mitzunehmen. Ich versuche meistens die Fehler ja auch direkt zu benennen, wenn irgendwas passiert, was dumm gelaufen ist. Und wieso das jetzt schlecht war. Nee. Das ist ein gutes Beispiel. Ich habe gerade abgebremst und beschleunige jetzt aber wieder raus, weil ich mir die Granaten angeguckt habe von der Amagi und sie waren zu langsam. Habe das gut einschätzen können. Die Kremlin schießt. Da habe ich jetzt abgebremst wieder. Und in der Regel ist das clever, wenn du Breitseite stehst mit deinem Kreuzer und du kannst nicht anders fahren, du musst Breitseite fahren. Dann ist es clever, wenn du in dem Turn, während du Breitseite fährst, tatsächlich abbremst, wenn die anderen dann schießen. Weil die meistens davon ausgehen, dass du schneller bist und dann viel zu weit vorhalten. Und du möchtest, dass die Granaten dich hier vorne erwischen oder gar nicht. Noch weiter vorne. Man sollte immer aufmerksam sein. Immer, immer, immer. Deswegen ist das schwierig zu streamen und nebenbei den Chat zu lesen. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir könnten den Kiew-Nebel nutzen eigentlich. Ich nutze den Kiew-Nebel. Kremlin ist halt auch schon voll nah, gell? Warte mal, was? Lol, das war ein Bug, Leute. Das war ein Bug. Ihr habt's gesehen, ne? Ich habe den schmalen Fächer gemacht. Gestartet. Der Nebel löst sich auf, das ist gefährlich. Aber okay. Wenn er so weitermacht, so weiter fährt. Die Torps sind ein bisschen ungeil. Gut, dass die Amagi nicht weiter pusht. Das ist voll riskant, was wir machen, aber es macht Spaß. Er nimmt nur einen. Oh, ist das fies. Er hat nur einen genommen. Ich muss mal kurz hinter meinen Nebel wieder rutschen. Jetzt müsste ich zu sein, tatsächlich. Ja. Alter, ich bin halt einfach so nah dran an dieser Kremlin, ne? Aber in dem Winkel können wir halt perfekt jetzt ihn beschießen. Wundert euch nicht, wir haben gar keine HE-Munition für dieses Schiff. Wir müssen wegfahren. Wir kämpfen aber weiter, die Torps laufen gut. Wenn wir Glück haben, geht er sogar raus in seiner Kremlin. Flooding hat er ja schon repariert, wobei sein Repair, sein nächster, lange weg ist. Oder lange. So, ne, guck, den Gedankengang konnte ich jetzt gerade zum Beispiel nicht zu Ende führen, weil ich mich konzentriere, den Typen zu treffen und rauszunehmen. Ich wollte eigentlich sagen, sein Repair ist komplett egal, ob er schon mal repariert hat oder nicht, weil sein Schiff kann relativ schnell reparieren. Russische Schlachtschiffe haben Repair-Kits. Limitierte Repair-Kits, nicht wie bei anderen Schiffen, die ganze Zeit reparieren können, unendlich oft. Die haben halt immer einen Cooldown drauf. Die russischen Schlachtschiffe haben einen relativ kleinen Cooldown. Und um das zu balancen, dass sie einen kleinen Cooldown haben, haben die halt nur eine begrenzte Anzahl an Repairs. So. Kiew, ich bin mir nicht sicher, was du vorhast. Er hat sich selber eingenebelt. Toppt jetzt die Amagi. Die haben wir auch schon getoppt. Er wird eindrehen. Entweder nach rechts zu den Kiew-Tops. Oh boy, ich werde beschossen. Die North Carolina schießt auf uns. Ich bremse ab und drehe raus und hoffe, dass er nicht richtig gedreht zielt. Oh, der hat genau für die Situation hat er gezielt. Oder er hatte, aber nice, die ganzen Tops treffen. Die nächsten, die kommen, die treffen ebenfalls. Wir können wieder eindrehen und angreifen. Flooding hat er auch von uns bekommen. Ich werde jetzt, dadurch, dass die North Carolina gerade falsch gezielt hat, falls wir geradeaus weitergefahren wären, werde ich jetzt beim nächsten Angriff von ihm einfach geradeaus weiterfahren. Und darauf spekulieren, dass er falsch zielt, nicht weit genug nach vorhält. Wobei er jetzt nicht mehr, er sieht uns gar nicht mehr. Auf geht's, dann greifen wir die NC an. Unser Team hat noch genügend Punkte, noch haben wir mehr. Die sind super passiv dort hinten leider. Was bedeutet, oh, wir müssen die Kiew retten dort vorne und dann müssen wir nach A fahren und uns den A-Cap schnappen. Dammit, er ist raus. Konnte ihm nicht helfen.
Guck mal, ich fahre jetzt Fullspeed weiter, weil ich spekuliere, dass er falsch gezielt hat. Und er hat wirklich falsch gezielt. Seht ihr das? Viel zu weit hinten. Nicht weit vorgehalten in seiner North Carolina. Oh, wie fette Fruchtfliegen in meinem Gesicht, ey. Hau ab. Das heißt, wir machen jetzt dasselbe Spiel nochmal. Moment. Wir müssen selber mal ein bisschen besser zielen hier. Ich werde von einem anderen markiert. Möglicherweise haben wir einen DD in der Nähe hier noch. Okay, diesmal hat er richtig weit vorgezielt. Und er trifft wirklich. Okay. Dann eindrehen. Und abbremsen. Flugzeuge angreifen. Zitadellgürtel tanken lassen. Mit rechter Maustaste weiterhin den Spieler markieren, dass ich mich umschauen kann. Und weiterkämpfen. Wir machen jetzt folgendes. Wir fahren jetzt kurz hier aus dem Nebel raus, damit wir ihn sehen können. Hauen die Torps raus. Und wir kämpfen ihn weiter und versuchen eben auszuweichen. Hinter den Nebel sollten wir wieder fahren. Jeder nimmt die Torps. Das heißt, wir müssen nicht mehr weiter schießen. Wir müssen kein Risiko eingehen, aufzugehen. Und damit haben wir jetzt 220.000 Damage. Jetzt fahren wir mal rüber Richtung A. Ich hoffe, unser Team kann irgendwann mal die Caps wiederbekommen. Ich weiß nicht, was die dort unten machen. Die bisschen HP, die regeneriere ich jetzt. Wir könnten zwar mehr regenerieren, weil die Minotaur einen Superheal hat. Aber ich möchte im nächsten Kampf einen Heal ready haben, wenn ich gegen die Dämonen kämpfe, zur Not. Wir haben noch zwei in Reserve dann. Das heißt, wir holen so viel HP zurück, wie es geht. Und jetzt müssen wir halt angreifen. Dämonen wird schwierig werden für uns. Die ist Lava. Ich habe keine Ahnung, was sie macht. Brauche Unterstützung. Oh, verdammt. Sie ist einfach direkt vor uns. Ist einfach straight ahead. Und zwar Breitseite. Das ist perfekt für uns, um ihn an der Zita zu erwischen. Und ihn schnell rauszunehmen, wenn er nicht aufpasst. Leider treffen wir ihn nicht an der Zitadelle oder kommen nicht durch. Ich weiß es nicht. Wir sind 6 Kilometer neben ihm. I don't get it. Nicht eine Zitadelle haben wir jetzt erwischt bei ihm. Das verstehe ich nicht. Sorry, I don't get it. Spiel, was soll das? Aber genau dafür bräuchte ich jetzt eigentlich einen... Wir kommen nicht durch die Zita durch bei ihm. Krass. Er hat eh geladen wieder. Wir haben gleich wieder einen Nebel, aber da bringt uns nichts. Super, hier kommt gleich wieder rein. Super Heal kickt rein, auf geht's. Ich darf nicht aufhören zu schießen, ich muss weitermachen. Doppelbrand. Oh, ich habe hoffentlich nicht zu weit aufgedreht jetzt mit AP in den Typen. Tod vom Kurfürsten. Der noch rechts war. Geil, Alter. Die Slava steht immer noch hinter mir. Ich bin ja jetzt echt nicht mad, ne? Aber irgendwo schon ein bisschen. Weil der Typ immer noch dort hinten steht und nichts macht. Statt mit mir einfach mal einen Druck zu bauen dort oben. 271.000 Damage, wenn die GK nicht gewesen wäre. Und die... Ich Idiot, ne? Ich hätte vielleicht doch nicht durch den Nebel geradeaus auf die drauf fahren sollen. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Dämonen so nah an mir dran steht. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir sie auf 6 Kilometer nicht durchschlagen an der Zitadelle. Nee. Das ist krass. Ich kann eigentlich gar nicht mad sein, weil die Runde so geil war. 271.000 Schaden ist halt top, top, top. Aber sie hätte halt noch so viel besser sein können. Überlegt euch das mal. Wenn er einfach unterstützt hätte besser. Mit seiner Slava. Der stand da ja schon hier. Der hätte doch einfach mit hier rüberfahren können weiter. Leider hat er es nicht geschafft, der Dämonen ordentlich Damage zu drücken, habe ich das Gefühl. Es ist eine Slava. Ich glaube, Slavas dürfen die A-Linie nicht verlassen. Oh, was ist denn jetzt passiert? Ich werde einfach gekickt.
Internet ist aber noch da. Mal gucken, ob wir wieder reinkommen. Und vielleicht konnten die einen oder anderen auch was lernen dabei, die jetzt gerade zugeschaut haben. Weil ich sehr penibel darauf geachtet habe, alles, was ich mache, zu erklären. So, Lexington ist raus. Slava fährt weg. Windenburg alleine gegen den GK. Noch 5 Minuten 25. Sie müssen halt auch den GK, wenn es möglich ist, fokussieren, weil er fährt hier in den Cap und blockiert den. Dann kriegen die mehr Punkte. Die Bismarck fährt natürlich nicht in den C-Cap. Das wäre jetzt ihre Aufgabe eigentlich, hier reinzufahren. In Richtung GK. Dann könnte sie hier mitwirken und den Cap blockieren. Die Montana macht das auch nicht, wie es aussieht. Bismarck macht es einfach falsch. Bismarck, unser Team wirft das weg. Unser Team wirft das weg. Warum? Ah! Okay, den GK kriegen sie wenigstens wahrscheinlich noch vorm Ende. Das dürfte uns noch die Punkte geben, die wir brauchen, um das Spiel zu gewinnen. Die lassen sich wirklich wieder von der Petropavlovsk weglocken. Das ist eigentlich eine ganz gute Situation, auch für Neuanfänger hier im Spiel oder generell für Spiele. Taktisch gesehen macht es absolut keinen Sinn, in dem Status des Spieles jemanden zu folgen an den Kartenrand. Wenn zwei Caps dem Feind gehören und zwei Caps gehören dir und einer ist dabei, unseren Cap zu holen und wir haben die Punkte nicht, dann muss alles daran gesetzt werden, die Caps zu holen, die Punkte, nicht jemanden zu verfolgen. Und du weißt einfach nicht, ob du ihn rauskriegen wirst. Das ist halt das Problem. Oh je, jetzt muss er in C reinfahren in seiner Monty. Good job. Die Petro hat jetzt den Fehler gemacht, wieder anzugreifen und eine Bismarck anzugreifen. Wenn er einfach weiter weggefahren wäre, dann wäre das halt, Alter, das wäre so knapp gewesen. Wenn die beiden einfach weggefahren wären und unser Monty und die Bismarck hinterherfahren und die GK einfach nicht rausgeht und die dann die Punkte bekommen, weil er nicht hier drin sitzt, weil er aber, der GK aber den B-Cap blockt und sie dann, obwohl wir den GK killen, trotzdem noch mehr Punkte haben und die beiden einfach unsichtbar am Kartenrand sind, noch bis zum Ende des Spiels, dann wäre das eine Niederlage gewesen. Das war eine ziemlich enge Kiste, Leute. So. 2486 Base. Und mich ärgert es immer noch, dass ich den Nebel einfach durchfahren bin, direkt davor. Naja, aber cool war die Runde trotzdem. Nice.